Willkommen zu einem neuen Part von The Legend of Zelda The Wind Waker. Wir spielen weiter und ich bin jetzt hier gerade an einem Ort, der Windschrein heißt. Und wir sollen doch eigentlich zu schreien. Und was ich jetzt hier gerade gesehen habe, ist das hier. Und das will ich mal spielen. Nun will ich gucken, was das jetzt nochmal ist. Oben, links, rechts. Okay. Kurz gucken. Ach. Oben, links. Ach Mist, ey. Links, rechts. Okay, das reicht anscheinend nicht, weil der zweite Stein ist ja nicht da. Okay, dann macht das Sinn, weil wir brauchen den zweiten Stein, um dann, wahrscheinlich in den Windschrein zu gelangen. Und ja, ich erkunde gerade noch ein bisschen so die Insel, weil wir sollen ja dieses eine Mädchen finden. Ich habe es bisher noch nicht gefunden. Mal gucken, ob wir es in diesem Part finden. So, ich bin jetzt hier rüber geschwommen. Oh, Terry, kommst du zu mir? Oh, Terry, was geht? Der große Händler aus Breath of the Wild. Cool. Und jetzt können wir auch Sachen kaufen. Moin, Terry. Oh, verehrter Kunde, beim Terry-Händler finden Sie alles, wonach Ihnen der Sinn sind. Hä? Oder haben Sie etwas, das Sie loswerden wollen? Wenn ja, zeigen Sie es mir einfach. Ich kaufe es Ihnen ab. Futtertasche. Eine Tasche für Futter. Sehr praktisch. Allerdings die letzte, die ich habe. Universalfutter. Geben Sie Tieren dieses Futter, gönnen Sie sich Ihres Dankes sicher sein. Hier gibt es nur bei mir, ehrlich, das ist... Aha. Okay, der verkauft Essen. Naja, okay. Oh, lol, er hat die gleiche Synchronstimme wie in Breath of the Wild, ey. Das ist schon echt cool gemacht, muss ich sagen. Okay, was ist jetzt... Ach, wir sind wieder am Anfang gelandet. Hm. Naja, wir müssen ja auch, wie gesagt, dieses eine Mädchen finden. Aber ich bin immer noch auf der Suche. Vielleicht kannst du mir noch einen Tipp geben, Mr. Grimmiger Schiffgucker. Soweit ich weiß, war diese Insel vormals ein friedlicher Ort. Ich frage mich, was du verfolgen kannst. Ja, das wissen wir ja auch. Naja. So, wir waren doch auch hier noch gar nicht, oder? Weil wir hatten ja auch schon mit diesem einem Jungen gesprochen. Und der hat uns ja eher wieder abgewiesen. Aha. Wir sind... Ah, Leute, da unten ist sie, oder? Ja, das ist sie. Perfekt. Warte, kommen wir runter? Ja, endlich. Sehr nice. Übrigens, wenn ihr auf dem Kanal seid, könnt ihr doch ruhig auf den Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren. Würde mich sehr, sehr freuen. Damit ihr keine weiteren Parts mehr verpasst von Wind Waker und anderen Let's Plays bald. Morgen! Bist du tatsächlich gekommen? Bitte verzeih mir, dich an einem so gefährlichen Ort gebeten zu haben. Früher war hier ein herrlicher Teich, der aus einem Gesüff heraus entstanden ist. Keine Ahnung. Übrigens, wenn der Smash Bros. Ultimate zockt mit Preisgeld, machen wir Turniere jeden Samstag. Einfach mal in der Beschreibung gucken. Aber seit der ehrenwerte Valo so außer sich ist, versperrt ein Felsbrocken, der von oben in den Teich fiel, diese Wasserquelle. Und der Teich ist ausgetrocknet. Oh nein! Erzähl mir bitte erst, ob es Komori schon besser geht. Nö. Oh, scheiße. Ziemlich auch meine Schuld, dass Komori jetzt so niedergeschlagen ist. Komoris Großmutter war nämlich die ehemalige Maid des ehrenwerten Valo und meine hochgeschätzte Lehrmeisterin. Doch war sie nicht nur seine Maid, sondern auch eine gütige sowie mutige Persönlichkeit zugleich. Meine Fähigkeiten sind noch viel zu bescheiden, um auch nur annähernd einen Vergleich mit ihr standzuhalten. Wäre ich doch nur meine Aufgabe besser gewachsen, wäre... Ja, klar. Bitte, ja... Draco Sanctuarium auf dem Drachenberg. Okay. Einen günstigen Wind zu erwischen. Mhm. Da sind wir ja bei Windbreaker. Ich soll dich hochheben? Und ich soll dich darüber werfen? Okay, wir sollen dann schon auf den Wind achten. Okay, so hart werfen, wie wir können. Okay, das machen wir natürlich. Ja, wie kann ich denn den Wind so... Oh. Das ist richtig, ja. Nein! Frau, du musst auch selber... wollen hier, weil... Ach, egal. Jetzt kommt der Wind von links. Also ich warte auf Rückenwind. Jetzt kommt er von rechts. Hallo! Wie dumm ist die denn? Ich hab doch da Rückenwind gehabt. Hm. Ich bin zwar weiter weggegangen. Frau, wir gehen doch auch gerade in die richtige Richtung, oder? Warte mal, dann drehe ich mich mal ganz kurz so. Doch, das ist Rückenwind. Hä? Was ist denn mit dem Ding hier los?
Ich habe mich jetzt ganz davor gestellt. Jetzt bin ich mal ganz weit zurückgegangen. Ich glaube, sie muss einfach ein bisschen weiter fliegen. Ich glaube, ich stehe zu nah davor. Ich glaube, ich muss viel weiter weggehen. Ich gehe mal nach hier hinten. Jetzt. Hä? Was ist denn mit dem Ding hier los? Die ist so dumm zum Fliegen, so dumm zum Reden. Ich fasse es nicht mehr. Ey, warte mal. Oder muss ich hier hoch? Ich glaube, das müsste es sein. What the fuck? Also, sie geht jetzt hoch. Sie ist in einer Ausbildung, aber ein wenig versteht sie die Sprache schon, wird schon schief gehen. Und wir sollen uns dann zum Komori bitten. Und sie gibt uns noch was zum Dank. Perfekt, Dankeschön. Nämlich eine Flasche! Die Flasche, ey, gib mir eine Flasche! Ja, und wir sollen uns niemandem erzählen, soll ein Geheimnis bleiben und sie wird ihr Bestes geben. Perfekt! Ich fasse das übrigens jetzt in letzter Zeit ein bisschen zusammen. Also wenn es jetzt nicht um Leben und Tod geht, dann werde ich das nicht vorlesen, sondern einfach kurz zusammenfassen. Aber wenn natürlich was richtig Ernstes kommt, wie Ganondorf taucht auf, dann lese ich es natürlich vor, das ist kein Problem. Aber, ja. Oh, das ist noch nicht gar nicht gepflanzt hier. Ja, wir werden es natürlich direkt dem Jungen erzählen. Dem Vater, dem Stammesoberhaupt und so weiter. Dem werden wir es auch noch erzählen. Das eine ist, warte mal, was? Soeben wurde berichtet, dass einige fremde Ungeheuer in der Nähe des Drachenberges ein Mädchen, das Medoli ähnlich sah, verschleppt haben sollen. What the fuck? Sie hat eine Sekunde überlebt. Aha. Das muss Verwechslung gewesen sein. Nee, da hast du vollkommen recht eigentlich. Okay, es gibt explosive Pflanzen. Mhm. Ja gut, aber dann lass uns einmal schnell noch zu dem Jungen. Dem Oberspasti hier im Gesüff. Ja, und sonst würden wir nochmal zum Stammesoberhaupt gehen. Vielleicht gibt er uns auch Flügel. Das ist natürlich sick, oder? Hätten wir wirklich Rivalis Sturm auch nochmal. Guten Morgen. Was ist denn? Ach, das meinst du? Okay, es beruhigt ihn anscheinend. Dinsdemo! Genannt Dinsdemo oder so, keine Ahnung. Und sie kommt von seiner Großmutter. Ja, ich weiß, das war die Maid. Und ja, sie ist anscheinend gestorben und wäre sonst in der Lage, sie zu besänftigen. Okay, alles zwecklos. So. Achso, Medoli ist anscheinend vollkommen irrelevant für ihn. Ja, perfekt. Obwohl, nee, warte mal. Jetzt haben wir ja die Dialogoption von Dinsdemon gehört. Jetzt müsste doch noch eine Dialogoption mit Medoli kommen, oder? Müsste es eigentlich so sein. Nee, okay, es geht immer noch darum. Schade, schade, schade. Er ist anscheinend ein Vollidiot. Haben wir irgendwas von ihr bekommen? Ja, die Flasche. Aber die Flasche wird ja unmöglich der Schlüssel sein, um ihn irgendwie... Nee, okay. Nee, ich dachte, die Flasche hätte irgendwie, weiß ich nicht, so verziert wäre mit Medolis Flasche. Und er dachte so, oh mein Gott, das ist Medoli. Jetzt habe ich Motivation hochzugehen. Ich dachte, das kommt jetzt. Naja. Ich denke mal, mit der Flasche müssen wir irgendwas machen. Ich denke mal, wir müssen... Ja, okay. Doch, ich habe eine Idee. Ich habe aber keine Ahnung, ob das richtig ist. Weil wir hatten ja die einen Bombenpflanzen da gesehen, ne? Und vielleicht müssen wir Wasser in diese Flasche tun, da drauf gießen und dann... Könnten wir die Bomben benutzen, um... Joa. Das freizusprengen. Weiß ich nicht, kann doch sein, oder? Aber was ist denn hier jetzt nochmal? Achso, das ist jetzt hier nochmal... Da, wo die ganze Post rausgelöffelt wird. Chillt da jemand? What the fuck? Egal. Ich frag lieber nicht, was hier abgeht schon wieder. Was kann ich denn eigentlich machen? Ist unter mir irgendwas? Ja, okay. Ne, okay, dann werde ich das tatsächlich mal versuchen, mir da kurz Wasser zu holen. So, warte. Water! Ja, aber warte mal, Digga. War eine Chance, oder?
Guck mal, ich habe jetzt Wasser geholt. Boah, ey. Ach nee, da unten ist ja auch Wasser. Oh, zum Glück. Okay, dann muss das richtig sein. Versuchen es mal. Ja, perfekt. So, nehme ich diesen Felsen da unten, will ich kaputt machen. Wo ist die Bombe hin? Die Bombe ist weg. Okay. Naja, wie gesagt, so gibt es ja auch Wasser. Ja, aber wo ist denn die Bombe hingeflogen jetzt? Also, ich kann die doch nicht so weit weggeworfen haben, dass da jetzt gar nichts passiert ist. Naja, egal. By the way, von wem wurde denn eigentlich Medoli jetzt verschleppt? Wurde sie jetzt von den Drachen verschleppt oder sind da jetzt noch irgendwelche Bockblins? So, ich versuch's jetzt nochmal. Ah, jetzt. Perfekt. Was bringt das? Achso, jetzt ist der Teich wieder da. Perfekt. Ah, und jetzt komme ich bestimmt zu ihr. Ja. Sehr gut. Sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Sehr gut. Ja, perfekt. Dann haben wir das auch gelöst. Ich bin doch nicht so dumm, wie ich dachte in Wind Waker. Aber ich denke mal, ich muss mich noch ein bisschen an das Spiel gewöhnen. Das war auch in Ocarina of Time so. Bro, du hast erst recht. Ja, also erwartet bitte erst Skill und so was ab Part 10, würde ich mal sagen. Und nachdem wir den ersten Dungeon fertig gemacht haben. Boah, ey. Aber jetzt sollen wir auch platziert da in diese Kelche reinschmeißen. Wow, das habe ich geschafft. Nee. Das schaffe ich nicht auf Anhieb. Warte. Aufpassen, nicht in die Lava springen, weil sonst ist, glaube ich, alles umsonst. Boah. Warte, springen wir nach hier. Let's go. Oh, und dieser Sound ist auch nice, ne? Ist zwar immer der gleiche, aber ich finde immer die Remixe davon sehr cool. Und das ist bisher einer der besten Remixe. So. Draco Sanctuarium. Da sollten wir hin. Ist das denn jetzt schon der erste Dungeon? Oder wie läuft das jetzt hier ab? Ich würde eigentlich die Bastion jetzt nur als Demo-Schrein machen, wie den Deko-Bomb damals in Ocarina of Time. Majora's Mask gab es, glaube ich, kein Demo-Schrein. Schieberitzel. Ja, okay. Nicht schwierig. Aber wer weiß, was sich hier drin befindet. Bockblins. Stimmt, an das kann ich mich auch noch ein bisschen erinnern. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich in diesem Dungeon auch ein bisschen Lava gesehen habe. Ich muss aber auch sagen, das Kampfsystem ist echt easy. Ja, moin. Ich habe die ganze Zeit mein Schild da und dann mache ich es einmal weg. Und dann hittet er mich einfach. Kannst du mir Herzen geben? Asozial. Ah ja, genau, wir können ja die... Oh, war das vielleicht ein Hinweis, dass wir da gerade Wasser bekommen haben? Ich lasse jetzt mal diese Wasserkrüge da. Vielleicht brauchen wir die noch für irgendwas. Um irgendwas zu löschen vielleicht. Okay, hier brauchen wir auf jeden Fall eine Fackel, um das anzuzünden. Ist hier irgendwas drauf? Und auf jeden Fall... Ah, okay, warte mal. Warte mal. Gib mir mal das Ding da. Ist übrigens auch ein Bockstock, Leute. Wenn ihr Breath of the Wild gespielt habt, müsstet ihr das kennen auch. Er ist aber natürlich wie ein Breath of the Wild überhaupt nicht stark. So, dann zünden wir das mal an. Ah, da müsste eine Truhe kommen bestimmt. Ja, perfekt. Sehr schön. Ist das schon eine Big Chest? Wie gesagt, da muss ich erstmal gucken. Muss ich erstmal alles erkennen. Nee, keine Big Chest. Ein kleiner Schlüssel. Gut. Und dieser Kessel hier, der sieht einfach nur cool aus oder hat der auch irgendwas zu bewirken? Ich hab keine Ahnung. Solange wir aber weiterkommen, ist, glaube ich, alles okay. Genau, und das kann ich mir auch noch erinnern, diesen Weg. Genau. Ja, genau, an das kann ich mich noch erinnern. Wie gesagt, es gibt noch so ganz kleine Gedanken in meinem Kopf, die
an die ich mich erinnern kann von Wind Waker noch. Aber wie gesagt, es ist nicht viel. Okay. Ja, ich denke mal, wie in Ocarina of Time bekommen wir im ersten Dungeon die Bombentasche. Hoffentlich ein bisschen früher. Bei Ocarina of Time haben wir ziemlich spät bekommen. Geh mal runter. Weil hier können wir was schon rausschieben. Jo. Perfekt. Ach du Scheiße. Dass jetzt schon ein Lava-Dungeon kommt, hätte ich nicht gedacht. Und wie immer sind unsere Lieblingsfledermäuse von der Partie. Ich hoffe, die sind aber netter als in Ocarina of Time. Wow, ich wollte gerade rüberspringen eigentlich. Wir haben leider noch keinen Schuss. Item! Ey, Digga, die Fledermäuse, die wirklich in jedem Spiel, sei es Breath of the Wild, sei es Majora's Mask, sei es Ocarina of Time, sie fucken ab, als würde es sie nicht geben. Ja. Alter, ist das dumm. Alter, ist das dumm. Meine Wut gegenüber diesen Viechern, diesen dreckigen, dreckigen... Sprengen Sie schnell rüber, bitte. Pisst euch! Du dich auch. Mein Herz, danke. Wow. Was geht denn hier ab? Aber wir können natürlich auch Boots bekommen, womit wir dann... Kurz Konzentration. Wir können aber auch Boots vielleicht bekommen, womit wir dann über Lava laufen können. Das haben wir in Ring of Time auch bekommen. Reicht das? Ja, perfekt. Ja, der Bomben-Game ist immer so ein bisschen... eine... Phase von Ungenauigkeit. Hm. Ah, ich weiß, glaube ich, wofür wir die Wasserkrüge brauchen können. Können wir vielleicht damit die Lava irgendwie zu Obsidian machen? Okay. Sehr schön. Einfach Minecraft. Sehr schön. Ja, das wird bestimmt noch schwieriger als jetzt. Wie viel soll ich denn davon machen? Oh. Jetzt sehe ich, was das Problem hier ist. Anscheinend am besten immer nur einen. So, nächste Struktur. Oh, eine Big Chest. Mit hoffentlich der Dungeon-Karte, würde ich sagen. Sehr schön. Gucken wir uns mal schnell an. Boah. Alter Schwede, der Dungeon ist groß. Der Dungeon ist groß. Wie... Ja. Nee, also der ist wirklich groß. So groß waren eigentlich nur die späteren Dungeons in Ocarina of Time, wo man auch schon erwachsenen Link war, aber... Wow, wow, wow! Was ist mit dem Ding? Ich kann ruhig da unten bleiben. Da wächst nämlich der Pfeffer. So. Mini-Boss-Fight? Achso, nö, anscheinend nicht. Sah so aus. Das sieht aus... Oh, was geht ab eigentlich mit dir? Oh, nein, Leute. Ciao. Rubin, danke. Hey, Rubine sind natürlich ein bisschen wichtig, wie immer. Was ist das denn? Was ist das denn? Mhm. So ein... Ja. Eine Waffe. Ich will nichts Falsches sagen. Okay. Ist sie stärker, oder was? Als mein... Wie Chris sie nennt, mein Zahnstocherschwert. Bam, die gehen kaputt. Oh, was ist das denn? Rotes Schleimgelee. Das rote Gelee enthält viele wertvolle Bestandteile. Okay. Das, davon hat doch auch dieser eine Typ ein Portemonnaie gesprochen. Hm. Auch mit unserem normalen Schwert sind sie One-Hit. Eher komisch. Ja, wo lang jetzt? Wo komme ich da lang? Wieder zurück in die Mitte. Und da komme ich. Nächste Etage? Weiß ich nicht. Ah ne, hier ist noch eine Chest. Die habe ich gar nicht gesehen. Jetzt gerade. Mit dem neuen kleinen Schlüssel. Ja, perfekt. Damit haben wir schon... Ah ne, ist ein... Warte mal. Ernsthaft? Ah ja, weil das eine war ja die Dungeon-Karte und kein Schlüssel. Gefunden haben. Okay, wir kommen gut voran. Sehr gut voran sogar. Weil den kleinen Schlüssel wissen wir auch direkt, wo wir ihn einsetzen sollen.
Okay. Haben wir hier irgendwie Feuer oder reicht das hier aus, mit dem Stein da dagegen zu schmeißen? Ja, perfekt. Alter, wie schnell ist das explodiert, aber zum Glück wurden wir davon nicht gehittet. Sonderlich. Sehr gut. Ja, da hinten sind wir auch schon direkt. Da sind wir hergekommen. Perfekt. Der Kreis schließt sich. Sehr gut, wir kommen gut voran. Gefällt mir auch, dass wir gut vorankommen, weil, ja. Meistens die ersten Dungeon, den sollte ich ja noch ganz gut hinbekommen. Dann aber... Wow! Da ist aber sehr viel rausgedroppt. Wow, was haben wir gerade für einen Schleim gekillt? Alter. Ja, vielleicht gibt es ja Heiltränke oder so. Boah, ich habe ihn gar nicht gesehen. Okay, das ist auch kaputt. Sollen wir irgendwas anzünden oder warum bekommen wir da jetzt gerade den Bockstock? Okay, ja, dann müssen wir bestimmt da hinten die Barrikade wegfackeln. Sehr schön. Bam. Werf mal. Sehr gut. Das ist eigentlich das Geilste an dem Bockstock, dass man den werfen kann. Ich habe es aber bisher noch nicht gepackt, dem Gegner in die Fresse zu werfen. Naja, was noch nicht da ist, kommt noch. Ich habe eine Ziege gehört. Warte, ich nehme mal den Krug mit. Weil es könnte sein, dass er uns von der Brücke stoßen könnte. Das war kein guter Throw. Oh mein Gott! Komm rüber. Ich habe keinen Bock, auf der Brücke zu halten. Ah, der kämpft genauso taktisch. Warte, jetzt können wir ihn aber einholen. Ja, perfekt. Von hinten überrascht, unbewaffnet und runtergeschmissen. Sehr schön, besser geht's nicht. So, und jetzt kommen wir zum ersten Stockwerk. Uns kommen schon Lava. Wow. Ich sehe aber nicht so viel. Ich sehe gar nichts. Was passiert jetzt hier eigentlich? Ah, hier ist ein Vogel. Hi. Kann ich bitte sprechen? Ach so, nee, ich kann ihn... Ach so, das ist ein Gegner! Alter, ich dachte, das wäre ein Freund von uns. Eine Feder. Du hast eine Goldfeder gefunden. Ist sie gut? Umgeben von einer eigenartigen und faszinierenden Aura. Ein sehr beliebtes Accessoire bei I know what you did there, Blink. Naja, okay, lasst uns... ...weitergehen. Aber ich glaube, wir können noch nicht gar nicht weitergehen, oder? Also ich werde uns auf jeden Fall angucken, was da hinten ist. Aber ich denke mal nicht, dass wir da hinten weiterkommen. Ich glaube, brauchen wir die Bombentasche. Das würde mich aber sehr zum Rätseln bringen, weil... Das ist doch die Tür, womit wir jetzt mit dem Schlüssel hinkommen. Okay, ah, mein Gott, Link! Ah ne, da kommen wir dran vorbei. Okay, gut. Okay, gut. Junge. Ich glaube, diese Passagen, die hatte ich ja im letzten Part mal mich drüber aufgeregt. Ich glaube, die sind einfach nur dazu da, um einen richtig zum Zittern zu bringen. Ich höre schon wieder diesen Vogel. Ach, mein Gott. Yep. Ja, wohin damit? Darunter! Wow! Oh mein Gott. Ja, sehr schön, aber... Alter. Einfach nur Alter. Rein da. Noch ein Schieberätsel. Ein gigantisches Schieberätsel. Ja, Leute. Ich würde sagen, das machen wir im nächsten Part von The Legend of Zelda The Wind Waker HD. Danke an alle wieder fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt den Part geliked und abonniert den Part, um weitere Parts nicht zu verpassen. Wir sind gerade auf dem Weg zu 1000 Abonnenten. Würde mich sehr freuen. Bis zum nächsten Part. Haut rein. Und dann ciao.